Freunde, seid gegrüßt zu dem neuen Video. Heute Premiere. Das erste Mal die Milka mit dabei. Und jetzt, wenn das erste Mal die Kamera in die Fresse hält. Ja, ich muss hoffen, dass ich nicht auf den Standstreifen fahre. Ja, nee, wir gucken mal, wie wir zusammen klarkommen. Das ist unser erster gemeinsamer Urlaub. Also wir fahren nach Turin, gucken uns ein ägyptisches Museum an, was, ne? Ja, das ist ein ziemlich großes ägyptisches Museum. Genau, also gucken uns auch die Stadt ein bisschen an. Ihr wisst, ich bin übelster Städtefan, mal gucken, wie es wird. Da sind aber auch die Alpen in der Nähe, das heißt, ich kann vielleicht ab und zu mal einen Klettersteig machen. Und ja, wir werden jetzt nichts großartig filmen, sondern einfach nur ein paar Impressionen festhalten, auch für uns als Erinnerung. Wir wissen auch noch gar nicht, ob das Video online geht, weil wie gesagt, das ist das erste Mal, dass wir quasi zusammen in einem Video vorkommen und einfach mal um zu gucken, wie es letztendlich so ist. Ne? Kari ist auch noch mit am Stand, übergeben wir gleich an Bärbel. Schnecke bist du irgendwo? Das Auto wurde auch schon fürstlich geschmückt hier mit so einem Metallding, wo ich mich ein paar Mal dran Scheide gezogen habe. Sieht aber sehr schick aus. Heute werden wir noch bis zum Alpenrand fahren, da gehen wir von Milka einen Onkel besuchen und die Hummel abends noch. Und am nächsten Tag fahren wir dann erst über die Alpen. Milka fährt halt auch verdammt gerne immer nur und ständig auf der Mittelspur, ne, was vor allem die anderen Teilnehmer sehr freut. Ja, das freut ja jeden, die Spur. Wer kann, der kann. Ja, ja. Wer kann, der kann. Ist etwas unangenehm. Am Steller als auch. Und was ich besonders mag, ist, sie ist sehr feinfühlig mit dem Fahrzeug, ne, und fährt richtig krass vorausschauend. Ne? Mega gut. Das ist halt echt das Geile an dem Google, der Google-Stauerkennung. Ne? Aber wirklich exakt da, wo der Stau beginnt, sind wir gerade mit dem Pfeil hier. Funktioniert tausendmal besser als das TMC. Ne? Ja, für die es nicht wissen, bei Google ist es ja letztendlich so, dass die ihre Verkehrsdaten nicht von irgendeinem Radiosender oder was weiß ich woher von der offiziellen Stelle bekommen, sondern Google nimmt einfach die Daten von den anderen Handys, die quasi auch mit Google Maps unterwegs sind, trackt dann die Geschwindigkeit von den Fahrzeugen und berechnet dadurch den Verkehrsfluss. Und das ist tausendmal genauer und quasi in Echtzeit im Gegensatz zu diesem TNC-Stausystem. Ich muss mich übel zusammenreißen, dass ich dir nicht die Kamera ins Gesicht halte und sage, nee, war Milka? Weil da kriegst du nämlich gleich auf die Fresse. Ich krieg nämlich so schon genug Mische. Für mich ist der Mensch ein Psychopath, der ist unberechenbar, der kann mit Kritik überhaupt nicht umgehen. Sind wir ja gerade am Briefkasten vorbeigefahren und haben gewettet, ob der aus Plastik oder Metall ist. Und ich sage, der ist aus Metall und sie, der ist aus Plastik! Ja. Jetzt aus Metall, ne? Vielleicht schon. Scheiße, ne? Willst du auch den Wetteinsatzpreis geben? Nee, das können wir nicht machen, das ist der Kanal weg. Wir hätten gern zwei Vegan TS Menüs mit diesen Riffel-Kartoffeldingern. Da. Guck mal, Kari, wer kommt denn da? Da, die Mutti. Ist das aber ein schöner weißer Docker. Ist der schön. Hallo! So ein einmal alleine, einmal Tabletten von Conny übergeben. Ja, hallo! Ja, das ist also quasi das Auto, was wir dann demnächst noch ausbauen werden, ne? Alles drin. Elektronik schon alles da, ja? Ja, ja. Das wäre dann ein paar andere Videos. Hin. Wir haben ja doch gar kein Rotlicht angemacht. Zum Glück gab es noch keinen Unfall. Rotlicht muss beim Fahren immer an sein. Ein scheiß Stau nach dem anderen heute hier. Es hört nicht auf. So, jetzt haben wir noch die Hummel besucht und deinen Onkel besucht, ne? Ja. War schon fetzig. Jetzt ist es sehr spät, wir sind sehr müde und... Oh Gott, es ist schon um zwei. Wir haben vollen Wanst. Ja, das ist wichtig. Und morgen fahren wir dann weiter nach Turin. Was gucken wir uns da nochmal an? Oh, das Ägyptische Museum. Und mal gucken, was es noch so gibt. Aber das ist ein sehr bekanntes ägyptisches Museum. Da ist unter anderem der Turiner Königspapyrus. Und ein erotischer Papyrus und... ein erotischer? Ja. Mhm. Die Grabausstattung von Merit und Kar. Also auch so mein Steckenpferd, da bin ich schon sehr gespannt. Ne? Ja, wirklich, oh, ich freue mich auch schon so. Ja. Naja, wir sehen uns dann morgen früh, schlaft schön. Gute Nacht. Guten Morgen, Freunde. Ja, das ist halt die ganze Nacht gesägt. Man hört es vielleicht auch ein bisschen. Es regnet immer noch.
Aber es ist voll gemütlich. Also im Regen hier drin schlafen ist einfach geil. Das macht einfach Spaß ohne Ende. Wir haben die Bialetti vergessen. Ja, ich hab mir extra so eine schöne Induktions Edelstahl Bialetti gekauft und zu Hause stehen lassen für einen Kaffee. Das ist richtig ärgerlich. Es gibt wieder doch bloß Krümel-Kaffee-Scheiße, ey. Das ist nicht dein Ernst. Du hättest die Oma dran denken können. Naja. Heute fahren wir weiter nach Turin. Was ist das? Jetzt ich auch gerade noch kurz draußen. Da schickst du nicht mal einen Hund raus, ey. Ja, und ich. Oh, du Eule. Naja, wir stehen ja auf einem Gelände von einer Freundin. Da durften wir schlafen. Von der Hummel. Liebe Grüße. Da haben wir gestern Abend noch im Auto gesessen. Wir haben zu dritt im Auto gestern gesessen. Die wollte nicht gefilmt werden, sonst hätte ich ja euch das mal gezeigt. Haben ja Abendbrot gegessen und ein paar Kaltgetränke getrunken. Das ging auch. Wir haben jetzt zwar alle irgendwo eingeschlafene Beine gehabt, aber es ging. Aber dass wir die Bialetti-Kaffeemaschine, die extra für ein Induktionskochfeld geeignet ist, vergessen haben, das ärgert mich. Die haben wir im Tiny House benutzt, die ist so geil, die macht so guten Kaffee. Und jetzt saufen wir wieder diesen hässlichen Krümel-Kaffee, das kann echt nicht wahr sein, ey. Da kriegen wir irgendwo so ein Ding gekauft, spontan, aber ich glaube auch nicht. Oh doch, das können wir. Edelstahl Bialetti, wo willst du die spontan kaufen? Ich google das mal, vielleicht bei Kaufland oder so. Da bette ich 100 Euro dagegen. Oh, in irgendeinem. Oh, das war gestern auch witzig. Wir fahren also im Deutsche Postbriefkasten vorbei und der war so vergilbt. Und da sage ich so: irgendjemand sagt so, der steht schon eine Weile. Ja, steht auch eine Weile. Da ging es dann darum, aus welchem Material der ist. Und die so: ja, ist ja auch kein Wunder, wenn der aus Plastik ist. Und ich so: die sind aus Metall. Der ist aus Plastik, der ist aus Metall. Jetzt sind wir nochmal zurückgefahren, haben uns den Briefkasten nochmal angeguckt, aus welchem Material er wirklich ist. Herrlich. So regnet es, diese Windarbeiter so super. Du hast ja die Scheibe einfach gespalten offen. Es regnet nicht rein und es kommt trotzdem schön frische Luft rein. Ilga hat gerade meine Steckdose gelobt, die selbstgebaute, die aus der Not rausgeboren ist, weil sie sofort hat. Jetzt finde ich die Kleiner viel schöner, jetzt wo sie gelobt wurde, meine Steckdose. Sehr schön. Das hört sich so cringe an. Ich habe meine Steckdose gelobt. Wenn jetzt wieder sowas kommt, das wundert mich auch nicht. Da wir ja nun leider keine ordentliche Kaffeemaschine haben, haben wir uns einen schönen McCafé rausgesucht und da holen wir uns einen schönen McCafé mit Hafermilch. Zusammen das Bett abbauen, während man noch in diesem riesengroßen Auto sitzt. Gibt es hier irgendwie Motten im Auto oder was? Oh, Stehe ist völlig überbewertet. Ja, warum machst du sie so zu? Naja, ich sollte das doch wieder zumachen. Wolltest du nicht, dass ich das wirklich das kleine Stück hätte doch gereicht. Die besten Aufnahmen haben wir jetzt eh schon. Das Tor interessiert keine Sau mehr. Mal ich irgendwas tun? Sabbel halten. So, jetzt haben wir erstmal einen schönen McDonald's rausgesucht, wo man einen ordentlichen Kaffee bekommt, weil ja, wir die Kaffeemaschine leider vergessen haben. Scheiße. Ah nee, muss ich einen Kaffee trinken? Scheiß McDonald's Kaffeebecher, ey. Das geht kaum nicht. So, jetzt sind wir in der wunderschönen Schweiz unterwegs, am Genfer See. Das Wetter hat sich auch gebessert und die Aussicht ist phänomenal. Ey. Geil, oder? Richtig, richtig cool.
Es ist nicht herausfindbar, ne? Es riecht ja einfach, du kommst hier rein, ich war gerade einen Kaffee holen, du kommst hier rein, es riecht nach Fisch. Wir haben hier alles abgeschnüffelt im Auto. Nicht. Wir sind es nicht und es ist auch so, wir haben alles abgeschnüffelt, man findet es einfach auch nicht. Auch nicht da, wo es gleich in den Kommentaren steht. Ja, garantiert nicht. Und das fing gestern an, heute fing das an, gestern war das noch nicht da. Also wenn wir es rausfinden, wir werden es euch erzählen. Dieser schnucklige Kaffee kostet dir ungefähr 4 bis 5 Euro im Schweizer, französisch-schweizerischen McDonald's. So, wir sind jetzt gerade hier auf der Suche nach einem Schlafplatz. Wir hätten jetzt eigentlich bloß noch irgendwie 200 Kilometer bis nach Turin, wollten wir eigentlich heute noch fahren. Aber da verpassen wir den schönsten Teil von den Alpen, weil es schon dunkel ist. Jetzt fahren wir irgendwo so eine kleine Bumsstraße und gucken, ob wir irgendwie einen schönen Schlafplatz finden. So, jetzt sind wir hier auf so einem Mini-Platz irgendwo. Da haben wir uns ein bisschen hinter so einen Hänger gestellt. Und man hört, es rauscht übel. Das heißt, da wird irgendwo richtig krass irgendwie Wasserfall runtergehen. Und dann können wir morgen den Rest von den Alpen fahren und haben dann auf jeden Fall noch was davon zu sehen, hier, bevor wir wieder raus sind aus den Alpen. Weil jetzt kommen nämlich die ganzen schönen Passstraßen und so, da freue ich mich schon richtig drauf. So, jetzt im Abendbrot gibt es ein ganz einfaches One-Pot-Meal. Ein bisschen Gemüse reinschmeißen, ein paar Nudeln reinschmeißen und so. Ihr kennt das ja aus den Videos. Ist das schon? Paprika üben. Geil. Das sind voll geile Dinger hier, süßer Krabbler und sowas. Süßer Krabbler. Und süßer Frosch. Und man sieht schon hier, jetzt sieht man es im Licht, das ist Waldmeister, glaube ich, und das ist Himbeere, oder was? Himbeere? No. Rechts oder links? Links. Himbeere. Prost. Prost. Nein, oh Gott. Sorry. Das ist... Wir bauen ja auch gerade das Bett zu zweit drin auf. Warum, wissen wir noch nicht so richtig, weil es ist eigentlich kein schlechtes Wetter draußen. Weil es toll ist. Das ist doch der Luxus, dass du nicht raus musst. Ja, niemals, es, niemals, es geht, nie wieder musst du aus diesem Fahrzeug raus. Es geht schon erheblich schneller, wenn einer rausgeht. Aber es geht halt, ne, man kann ja wirklich bei Scheißwetter auch das Bett zu zweit drin aufbauen. Aber dann, es ist gar kein Scheißwetter. Es ist Tetris spielen und alles mögliche, aber naja, das kann man schon mal machen zur Not. Felix! Die Nudeln sind ganz schön weich geworden, ne? Aber das finde ich okay. Das finde ich voll gut. Nee, das finde ich gut. Film gucken im Auto und essen, das fetzt. Milka will zwar gerne noch Tabula spielen, oder wie das heißt. Taula. Taula. Gucken, ob ich mich da dazu noch breitschlagen lasse, aber morgen auf jeden Fall. Wenn ich heute, dann morgen. Oder ist das nicht herrlich, hier bei Regen im Auto zu liegen, Film zu gucken, nachdem man sich vollgefressen hat und noch ein Kaltgetränk zu trinken? Wahnsinn. Ich finde es total geil. Das ist ja Wahnsinn. Komm, die Kamera nach auswärts und gesagt, ist voll schön, das macht sich lustig drüber. Das ist ja klar. War es denn herrlicher, ne? Die Rotlichtstimmung da. Mal schön Zähne putzen, ne? Mhm. Ultra praktisch und bequem auch. Ey. Danke. Das ist so freundlich. Das ist mein Kaffee. Steht mein Name drauf. Ja, das schmeckt dir doch aber sowieso nicht, oder? Das ist einfach Neues aus der Kategorie nicht aussteigen müssen. Die Milka hat nämlich keine Lust, hier rauszugehen und da reinzugehen, weil es kalt draußen ist. Deswegen macht sie das. Das war unser Stellplatz bei Nacht, dass ihr nochmal den ganzen Spaß bei Hellen seht. Haben uns einfach zwischen diese beiden Anhänger gestellt hier. Und war eigentlich auch nicht los, ne? Schön idyllisch, man muss manchmal einfach ausfahren und suchen. Da war nirgendwo eingetragen. Ah, das ist so schön, durch die Alpen zu fahren. Da hinten dieser schneebedeckte Berg, der sich langsam durch die Wolken schlängelt. Mega geil. Kann man richtig was erleben hier mit dem Handy, ne? Ja, Insta-Profile checken. Nee, der hat noch 3.700. Oh, das ist schön. Italia. Man sieht zwar nicht viel, aber die Berge sind immer wieder schön, ey. Wow. So schön. Das ist wirklich richtig schön. Eigentlich sollte das Wetter dann ja auf der italienischen Seite nach den Alpen deutlich besser werden. Ja, dass wir mal ein bisschen Sonne haben die nächsten Tage, aber momentan ist es halt echt ultra beschissen, aber es war ja vorherzusehen, ne? Aber ich sag dir, nach den Alpen, wenn wir dann noch drunter sind, wird es besser.
An der italienischen Grenze war es jetzt irgendwie kurz davor, dass wir richtig hart durchgefilzt werden. Ne? Wahrscheinlich, weil ich noch irgendwie ein bisschen verquollen aussah. Oder wir sind ja relativ spät aufgestanden. Ne? Und dann fing die an mit zu fragen, wie viel Geld haben sie dabei? Ne? Have you something to declare? Are you smoking? CBD? Ne? How many cigarettes? Ne? Und dann Marihuana. Und die wurden irgendwie immer aufdringlicher. Ne, also irgendwie habe ich schon das gesehen, dass die uns filzen, wenn die das Auto hier auseinandernehmen, das wird aufwendig, das dauert. Ja, mit dem Trick sind wir dann weitergekommen, ne? Ja. Ja. Naja. Den verraten wir vielleicht später. Das geht doch nicht. Guck, da oben blauer Himmel und da oben auch die Sonne ein bisschen. Haben wir gerade in Italien auch an einer ich würde sagen, das ist auch so eine Art Autobahn, haben wir gerade hier McCafé geholt und zwei Schoko-Croissants und übelst krasse, 4,30 Euro. Und in der Schweiz hatte ich zwei so eine kleinen Cappuccino geholt und dafür 9 Euro unsere Quetschte bezahlen, ne? Richtig krasser Unterschied. Das war noch ein McCafé, die haben den richtig schön hier gemacht mit Mühe und mit Kaffeemaschinen, die war richtig lange beschäftigt. Und das für die paar Euro, das ist echt krass. Alter Falter, diese Felswände hier neben uns, ey, wow. Mega geil. Boah, guckt euch das an, Freunde. Oh, Wahnsinn. René, was sagst du denn zum Design dieser schönen Pfeile? Das ist eine Katastrophe, die Pfeile. Furchtbar sehen die aus. René, guckt euch mal die Pfeile an, ne? Wie da unten. Das ist total unförmig. Katastrophe. Oh, ey, wo steht hier was mit Karte? Da steht nichts mit Karte dran. Ich hasse diese verkackten Mautstationen. Das geht mir übelst auf den Sack, ey. In Österreich kaufst du eine Vignette, hier bist du bis Italien 200 Euro an irgendwelche Mautkacke los, ey. Und ja, du kannst natürlich auch Autobahnen fahren, die irgendwie mautfrei sind, da brauchst du aber eben doppelt so lange. 14,20 ist akzeptabel. Arrivederci. Der Zahlvorgang lief ja ganz gut. Ab die Grenze nach Italien gefahren sind, aus der Schweiz, über die französische Schweiz. War gerade alles noch auf Französisch. Das hat ja dann mal alles irgendwie gemischt, Französisch und Italienisch. Und jetzt ist es langsam erst wirklich Italienisch, jetzt kurz vor Turin. Das fand ich gerade sehr spannend. Wusste ich gar nicht, dass es in Italien noch so viel auf Französisch ist. Nach der Schweizer Grenze. Ja, die Milka kann euch dann ja viel mehr über diesen ganzen Kulturkrempel erzählen. Du darfst mit dem Mikrofon nicht die Decke umdrehen. Weil damit habe ich überhaupt nichts am Hut. Also wenn euch das interessiert, ne? Dann schreibt mal eine 5 in den Chat. Sag mal bei Twitch. Wo findest du hin? Italienische Kreisverkehre hier. Ja, französische Kreis. Guck mal hier schon. In der Mitte hier gleich so eine schöne Sphinx. Kaum fährt man nach Turin ein. Das ist nämlich das Wahrzeichen Turins, ist hier das Ägyptische Museum. Das ist einer der größten ägyptischen Museen weltweit. Das zweispurige Kreisverkehre. Eines der allergrößten nach dem Ägyptischen Museum, nämlich in Kairo. Zweispurige Kreisverkehre sind das Beschissenste, was es gibt auf dem Planeten. So aufgeregt! Milka ist im Übrigen. Erzähl mal was zu dir, was du bist und so weiter, was du machst und so weiter. Ich bin Ägyptologin und Archäologin und ich mache so gern so Museumshopping und gucke mir so unterschiedliche ägyptische Museen an und auch andere archäologische Museen, aber vor allem liebe ich es so ägyptische Museen mir irgendwo anzugucken und dadurch ganz viel rumzukommen. Und deshalb sind wir jetzt in Turin. Das Turiner Museum hatte ich nämlich noch schon ganz, ganz lange auf meiner Wunschliste und ich kam irgendwie nie in Turin vorbei. Das ist, Alter, habe ich die Kamera nah im Gesicht. Das ist sehr weit weg, du bist sehr weit weg. Die ist fast, klebt mir fast auf der Nase. Torino! Ja! Im Übrigen ist bestimmt schon jemandem aufgefallen, dass die Motorkontrollleuchte aus ist. Aber das war eine übelste Odyssee, da mache ich nochmal ein extra Video drüber. Ich freue mich wie ein Butterkeks. Ihr wisst ja alle, wie ich Städte mag, ne? Oh. Das ist so mein Hauptausflug. Der freut sich gerade richtig doll. Ja, das ist eine Facke. Oh, ich freue mich so. Ist das hier dein Museum, ja? Ja, ja, da vorne. So, nur noch einen scheiß Parkplatz finden. Ne? Bin ich wieder total genervt. Der letzte Rotz ist wieder. Wir eiern hier schon eine halbe Stunde kreuz und quer durch die Kackstadt. Nirgendwo ein Parkplatz. Dann ein Parkhaus eingegeben. Fährst du vorbei, ist ja kein Parkhaus. Alles Einbahnstraßen. Es dauert wieder eine halbe Stunde, bis du wieder dort irgendwie bist. Ultra nervig. Richtig nervig. So, der nächste Versuch mit irgendeinem Parkhaus. Hier machen wir, ob das klappt. Ja, total witzig, ne? Also es ist natürlich alles voll, überall Park- und Halteverbot rechts links. Du darfst ja eigentlich quasi nirgendwo parken und du kannst eigentlich nur die offiziellen Parkplätze nehmen. Mal gucken, ob da jetzt was ist, wo wir uns hinfahren. So, jetzt ist hier irgendwie rechts eine komische Garage, bla. Das sieht schon so aus, wie als ob du das Auto hier direkt reinfährst und danach ist es weg. Also ob hier noch was frei ist, dann gucken wir mal. Warte mal.
Jetzt dürfen wir wieder rückwärts rausfahren aus dieser tollen Garage, weil sie haben keine Reservation, hier ist nichts frei. Ich sage, ich liebe Städte. Und gerade italienische Städte finde ich richtig toll. Ich auch. Die Parks sind, wir fahren seit fast nach dreiviertel Stunde hier sinnlos rum. Volles Risiko, die Karre kaputt zu fahren. Für einen beschissenen Parkplatz. Fluchtinstinkt wird immer größer. So, jetzt schauen wir den nächsten Parkplatz an. Das Schöne an Milka ist, dass er so tolerant ist mir gegenüber, dass ich hier... Das ist ganz völlig ungestresst. Ja, das ist, ich weiß nicht. Aber ihr kennt mich ja, ich brauche das ja nicht alles erzählen. Das glaube ich, öfter. Das macht dem nämlich richtig Spaß. No, genau. Da brauche ich aber viel Drogen. 2000 Jahre später. So, das nächste Parkhaus. Und da kommst du nur mit 1,90 Meter rein. Kannst da also auch komplett abessen. Und das Problem ist, hier rechts und links gibt es zwar auch so Parkmöglichkeiten, aber das ist halt alles komplett voll. Ne, hier so die blaue Linie, ist alles voll. Wir fahren so seit einer Dreiviertelstunde durch die Gegend. Aber mittlerweile bin ich jetzt schon deutlich entspannter. Quasi Resignation, man hat sich abgefunden mit der Katastrophe. Und es wird sich schon irgendwie fügen und ergeben und vielleicht stirbt dabei auch niemand und es geht auch das Auto nicht kaputt. Das Gute an der Sache ist, man schätzt gleich richtig krass die Situation in deutschen Städten, Leipzig, Berlin und so weiter, wo man ja eigentlich schon denkt, oh Gott, das ist auch gar nicht so toll. Aber eigentlich ist es, das ist auch behindert, Behindertenparkplatz. Aber dagegen ist ja wirklich jede Großstadt in Deutschland ein Traum. So, also wir sind kurz davor aufzugeben, beziehungsweise ich. Also ich würde es dann so machen, dass ich dann Milka an ihrem Museum absetze. Da kann sie da laufen und ich fahre aus der Stadt raus hier oder suche mir halt irgendwo außerhalb einen Parkplatz. Da geht das bestimmt eher. Aber hier, die ganzen Parkhäuser sind 1,90 bzw. 2,10. Da kommen wir mit Dachboxen nicht rein. Auf den Parkflächen am Rand hast du überall bloß so, also blau, gelb, orange, bla. Wir können nur auf den blauen parken, ist aber alles voll. Und ja, jetzt fahren wir schon eine Stunde ungefähr, fahren wir zwischen rum und suchen einen Parkplatz. Das habe ich noch nicht erlebt. Geil. Schöne alte Eisenbahn hier, Straßenbahn, geil. So, wir haben jetzt hier einen Parkplatz gefunden. Also da ist leider ein bisschen gelb. Ich hoffe, das ist kein Problem, aber wir stehen ja noch im Blauen. Ne? Also das, was ich gemeint habe, die sind ja dann so komisch blau gekennzeichnet. Und ich hoffe, dass das hier so okay ist. Also Milka nutzt die Autotür quasi gar nicht. Nie. Nie. Ich verstehe das nicht. Aber... als wäre die Tür nicht vorhanden. Ja, das ist ja das sie Coole. Quasi verlässt sie eigentlich nie das Auto. Das ist das Coole, Mann. Das macht das doch erst so mega gut. Einfach so und schon bin ich in der Küche. In der Küche? Ja. So, wo sind die Brote? Weg. Links von dir. Liebevoll werden hier Brote kredenzt. Es ist... ja, wie im 5-Sterne-Hotel hier. Hier, friss. So liebevoll. Meiner Karte ja nicht zahlen, ich habe keine Kreditkarte. Ich bin meiner auch nicht, weil der Pin weg ist. Scheiße. 2,50 Euro pro Stunde. Aus. Der Geruch, den kennst du halt nicht so gut, aber das war Seife. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum Museum. Ich bin mal gespannt, ob wir das gerade filmen dürfen. Wenn nicht, dann kann ich mit dem riesen Apparat hier gleich wieder abtreten.